Die heilige Valentina. Also wenn es um Drama geht, Leute, dann call me. Ja. Ihr wollt mich echt komplett verarschen. Oha. Jetzt krieg ich Selina. Ja, ich glaube, die Party ist vorbei. Dann der Tortenskandal. Ups. Also diese Aktion, dass die Valentina da die Geburtstagstorte vom Julius runtergeschmissen hat, ist unter aller Sau. Aber das zeigt einfach, was für einen dreckigen Charakter Valentina hat. Also ich kann mich und meine wunderschönen Haare noch im Spiegel anschauen und weiß, ich habe meine Werte hier vertreten. Sie hat einen Charakter, wo ich sage, ich möchte gar nicht mit diesen Menschen in irgendeiner Form in Verbindung gebracht werden. Bist du nicht du? Doch. Jemand, der so redet und mich dran macht. Weißt du, dass ich gerade wirklich richtig ist? Ist egal. Ja gut, das war jetzt bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mal erlebt habe, wie sie wirklich ist, wenn eine Kamera auf sie gerichtet ist. Denn das ist für mich, sage ich ganz ehrlich, ein ganz anderer Mensch, als wie ich sie sonst kennengelernt habe. Weil jeder, du bist eigentlich so ein liebes Mädchen. Nein, wer macht sowas? Nein, jeder, der über Betrüger, ist mir egal, interessiert mich nicht, juckt mich nicht. Das ist Valentina. Und irgendwann macht er. Das ist Valentina. Also das Gespräch kann man sich in den Arsch stecken. Wisst ihr, was ich meine? Kann ich mich auch mit dem Huhn da unten unterhalten. Das ist das Gespräch. Genau das war das Gespräch. Ja, danke, Valle, dass du geantwortet hast. Klasse. Ich mach so gerne, Valentina. Scheißegal, du hast dein Gesicht gezeigt bei der Beachparty. Valentina, dein Gesicht, du hast keinen. Ich war einfach so. Alter Walle, was machst du hier für eine Scheiße? So, das war einfach das. Und dann war ich halt super erschrocken, wie wirklich krass du mich angegangen bist. Und dann ist es halt auch natürlich auch übelst explodiert. Ne? Eben. Du kennst mich, ich kenn dich. Ja. Ich meine, es war einem der Punkt schneller erreicht als bei anderen. Halt und dann. Normal, klar. Valentina, und das ist der Grund, warum du keine Freunde hast. Ich habe dich beleidigt, du hast mich beleidigt, du hast Sachen gesagt, ich habe Sachen gesagt. Mal, aber die halt einfach auf so ein Niveau herab, wo ich mich echt erschrocken habe. War auch asozial von beiden Seiten. Das ist auch das Einzige, was sie eigentlich kann, mit ihren belanglosen Argumenten, die sie da eigentlich hat. Das ist halt die reinste Kindergartenveranstaltung teilweise gewesen. Also sorry, jetzt entweder habt ihr Eier oder habt ihr keine Eier, Mann. Was ist denn mit euch los? Ich würde ihn nicht raushören. Ja, Lappen. Ich persönlich könnte schon auf Valentina verzichten, weil es mir einfach zu viel ist. Das ist ein Mensch, den brauche ich nicht in meinem Leben. Das ist für mich eine Brunnenvergifterin, wirklich. Brauche ich nicht, möchte ich nicht. Ich will mit solchen toxischen Menschen nichts zu tun haben.